Was erhoffen Sie sich heute vom Berlin-Ankunft und morgen mit der Sternfahrt zum Brandenburger Tor? Dass die Regierung endlich mal aufwacht und uns kleinen Unternehmen, auch die größeren natürlich, unterstützt. Weil so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wir haben jetzt gestern von bayerischer Seite gehört, dass am 30. Mai die Busse wieder fahren dürfen. Es ist aber noch nichts bekannt, wie, welche Personenanzahl. Was meinen Sie dazu? Ich wünsche es mir, dass ich endlich wieder fahren darf, weil ich bin selbst Busfahrerin und bezweifle es aber, dass die Wort halten. Wenn es sein sollte, 30. Mai, kann man sich das vorstellen, Hälfte der Sitzplätze oder diese berühmte 5-Quadratmeter-Regelung, die es da gibt. Ja, bloß stellen Sie sich mal vor, ich sage wie in unserem Video, wir fahren sehr viele Cheerleader, sind 50 Mann. Ja? Wir brauchen dann 8 Busse. Ja. Wer soll das bezahlen? Das kann, bezahlt dann macht keiner eine Reise, weil es keiner bezahlen kann. Ja. Wir sehen ja auch, der Zug ist mittlerweile wieder leicht gefüllt, das Flugzeug ist auch voll oder wird schon voll gemacht, dann sollte der Bus da nicht hinterher sein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Danke. Bitte.